Die Regierung hat heute Vormittag erste Pläne zu ihrer Standortstrategie bis 2040 präsentiert. Österreich soll dann einer der Top 10 Wirtschaftsstandorte weltweit sein, sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz. Wie genau man das schaffen will, ist bisher nicht klar. Mit dem heutigen Tag soll jedenfalls ein Nachdenkprozess darüber gestartet werden. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck mit den ersten Eckpunkten. Österreich soll 2040 einer der Top 10 Wirtschaftsstandorte weltweit sein. Dazu will die Bundesregierung, wie im Regierungsprogramm vorgesehen, eine Standortstrategie entwickeln, die sich um 7 Kernthemen gruppiert. In Österreich gibt es am Wirtschaftsstandort noch einiges an ungenütztes Potenzial. Niemand kann im Allem gut sein. Und darum ist es wichtig, diese richtigen Bereiche herauszufinden und diese auch entsprechend zu stärken. Denn unser Ziel des kommenden Jahres und der kommenden Jahre ist, Österreich von den Hidden Champions in die Champions League im Wirtschaftsbereich zu führen. Die entscheidenden Fragen bei dieser Arbeit sind, welche Sektoren werden Jobs in der Zukunft sichern? Welche Stärken soll Österreich dafür weiterentwickeln und ausbauen? Und welche neuen Sektoren wollen wir erschließen, wo wir vielleicht jetzt noch nicht ausreichend gut aufgestellt sind? Zu den Kernthemen zählen unter anderem die Digitalisierung der industriellen Produktion, die Energie- und Mobilitätswende, Green Tech und Green Materials, Life Science und Biotech sowie Lebensqualität, Kreativität und Kunst. Wir haben hier das klare Ziel, die Ökologisierung und die Digitalisierung voranzutreiben und natürlich auch unserem Weg der steuerlichen Entlastung treu zu bleiben. Darüber hinaus, und das ist auch das Thema des heutigen Tages, müssen wir aber natürlich auch intensiv daran arbeiten, Österreich im globalen Wettbewerb bestmöglich zu positionieren. Es wird Sie nicht wundern, wenn ich schon wieder die Ökologisierung und die Umwelttechnologien hervorhebe. Aber von einem können wir ausgehen. Die Frage, ob und inwieweit Europa wettbewerbsfähig bleibt, wird auch daran hängen, wie sehr auf diesem Segment erfolgreich agiert wird. Und da haben wir wirklich alle Chancen. Der Wettbewerb auf diesem Sektor wird sich unter anderem darüber zutragen, wo werden nicht nur die grünsten Produkte hergestellt, die ressourceneffizientesten, die emissionsärmsten, sondern auch eben die zugehörigen Produktionsweisen. Österreich müsse aktiv jene Zukunftsbranchen forcieren, in denen Österreich international Vorreiter sein kann, so die Regierung, und nennt neben spezialisierten Technologien wie dem Quantencomputing auch Nachhaltigkeit und Lebensqualität als Bereiche mit einer exzellenten Startposition. Das ist heute der Auftakt zu einem sehr umfassenden Prozess, wo nicht nur die zuständigen Ministerien mitarbeiten werden, sondern auch die Sozialpartner und vor allem natürlich die Stakeholder aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Erste Zwischenergebnisse nach dem Nachdenkprozess über die Standortstrategie soll es im Herbst beim Forum Alpbach geben.